Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat November 2021, der wirklich sehr erfolgreich und sehr lesereich war. Ich habe mal in mein Buch der Bücher geschaut, was so die letzten Monate bzw. insgesamt 2021 so immer mein Lesepensum war und habe festgestellt, dass der November der lesereichste war, neben dem Januar. Da habe ich nämlich auch 9 Bücher beendet. Am Anfang des Jahres ist man ja auch eh immer sehr motiviert. Und ich muss zugeben, ja, es waren auch viele kleine Büchleins dabei, die ich diesen Monat gelesen habe, aber auch einige normale Romane. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Die Qualität war durchwachsen. Es waren jetzt keine völligen Flops dabei, aber halt auch ein bisschen mittelmäßige, aber auch wirklich schöne Leseerfahrungen. Eine Leserunde war dabei, werdet ihr alles gleich erfahren. Aber erstmal ganz kurz zur Statistik. Wie gesagt, 9 Bücher habe ich gelesen. Gehört habe ich diesmal kein Buch, beziehungsweise nur zur Hälfte. Und ich habe mittlerweile 44 Bücher auf dem Sub, also auf den Stapel ungelesener Bücher. Der hat sich reduziert von 48 auf 44 Bücher, was mich natürlich freut, so ein großer Sprung. Und ja, ich habe halt auch gemerkt, dass ich viele Neuzugänge, die ich in diesem November gekauft oder habe einziehen lassen, direkt gelesen habe und habe einfach gespürt, wie schön ich das finde, einfach diese Freude von diesem Neuzugang gleich mitzunehmen und das Buch direkt zu lesen, dass das eigentlich meine Idealvorstellung ist, dass ich das gerne öfter machen wollen würde, dass die nicht erst so lange hier liegen und dann vielleicht die Vorfreude so ein bisschen schwindet. Das ist irgendwie verschenktes Potenzial und schade. Ja, und das spornt mich halt eben noch mehr an, nicht so einen großen Sub zu haben, beziehungsweise die aktuellen Neuzugänge relativ schnell zu lesen. Ja, jetzt wollen wir aber beginnen mit dem ersten Buch und das ist der finale Teil einer Trilogie und zwar Hidden Worlds 3, das Schwert der Macht von Mikkel Robran. Band 1 bis 3 habe ich mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter gelesen. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, sich mit ihr auszutauschen. Leider war es für uns keine Highlight-Reihe, habe ich ja in den letzten Lesemonaten schon berichtet, zu Band 1 und 2. Also wir haben die auch relativ schnell hintereinander gelesen in den letzten Monaten. Und positiv kann man auf jeden Fall berichten, dass es sich sehr locker und sehr leicht lesen lässt, dass es einen humorvollen Schreibstil hat und so eine Mischung aus ja umgangssprachlichen Elementen hat, aber eben auch klassischen High-Fantasy-Elementen. Und das ist auf jeden Fall erfrischend und hat das Ganze sehr kurzweilig gestaltet. Außerdem gab es immer wieder tolle Ideen, die hier eingewoben worden sind, aber die Umsetzung daran hat es leider so ein bisschen gehapert. Im ersten Band geht es darum, dass wir auf Elliot treffen, der seinen Job verliert und er muss aber für seinen Haushalt, für seinen Vater und ihn eben das Geld eintreiben, weil sein Vater arbeitslos ist. Und er verliert aber den Job und von seinem Vater bekommt er dann einen Tipp, wo er einen Job bekommen könnte. Und so landet er in einem Einkaufszentrum für magische Wesen und eine ganz neue Welt eröffnet sich für ihn. Und er bekommt dann den Job eines Tierpflegers, aber nicht für normale Tiere, sondern eben für magische Tiere. Und er bekommt mehrere Hinweise von seiner verschwundenen Mutter, die ja, sie ihm zurückgelassen hat, bevor sie verschwunden ist. Und ja, das lässt darauf schließen, dass es eine Parallelwelt gibt, nämlich Avalon, die Heimat der magischen Wesen. Und Elliot möchte jetzt das Portal dazu finden. Hat dann mehrere Weggefährten, die ihn dazu begleiten und aber auch Feinde. Ja, unter anderem eben die Inquisition, die am liebsten alle magischen Wesen von der Erde tilgen wollen, denn Magie ist nichts Gutes in deren Augen. Ja, und in Band 2 und 3 spinnt sich das Ganze natürlich weiter, baut sich immer mehr auf. Band 3, ich finde eigentlich, die tun sich alle nichts. Also ich habe die gleichen Kritikpunkte wie auch die gleichen Sachen, die mir gut gefallen haben, wie ich eben schon genannt habe, kann ich alles auf jeden Fall auf Band 1, 2 und 3 münzen. Aber ich finde halt einfach Elliot als Protagonisten ja sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Zu Anfang ist er sympathisch und auf dem Boden geblieben, eben kein typischer Held, was ich durchaus sympathisch finde, aber er macht halt wirklich keine Entwicklung durch in den ersten 2
Bänden, zweieinhalb Bänden. Das kommt dann ganz zum Schluss, ganz plötzlich, was irgendwie nicht so richtig passend und gut aufgebaut war. Er ist sehr passiv, lässt sich von außen immer leiten und jammert rum. Und ich finde, er fühlt sich wirklich an wie 13 Jahre alt, aber er ist schon über 20. Das passt irgendwie nicht. Auch der ganze Aufbau des Buches hat sich für mich eher wie ein Kinderbuch angefühlt. Was uns aufgefallen ist, ist, dass der Verlag das scheinbar auch auf einmal so eingeordnet hat, denn vorne drin stand bei den ersten zwei Bänden eben nicht Fischerkinder und Jugendbuch und im dritten steht es jetzt drin hier, dass sie es doch dann in diese Sparte gepackt haben und das passt auch viel besser. Ich hätte allerdings dann auch das Alter des Jungen ein bisschen angepasst und einige Szenen waren dann doch sehr brutal. Also es passte weder dorthin noch dorthin, aber am ehesten doch eher ins Kinderbuch und war dann dafür doch ein bisschen zu oberflächlich. Aber ich glaube, entweder für Einsteiger in das Genre Fantasy finde ich das sehr gut geeignet, weil es eben rasant ist und weil es nicht zu tief geht und weil man einfach unterhalten wird. Ich glaube, dafür ist es geeignet und eben für Kinder und Jugendliche, die auch einfach eine spannende Geschichte suchen. Aber ansonsten hätte ich gerne einfach mehr über die Magie gerne erfahren, über die Welt mehr erfahren und einige Szenen, da musste man sich dann doch ein bisschen an den Kopf fassen, weil es der Autor sich einfach viel zu einfach gemacht hat, viele Zufälle aufeinander gekommen sind und es einfach sehr, sehr planlos vonstatten ging und das war so Kritikpunkte, die sich auch durch die ganze Reihe gezogen haben, dass sie einfach in den ganzen Aktionen, die sie durchgemacht haben, einfach völlig planlos rangegangen sind. Und das fand ich durchaus sehr, sehr schade. Ja, 3 Sterne würde ich der gesamten Reihe geben, ist aber auch keine Reihe, die ich nochmal gerne lesen möchte oder die ich hier bei mir im Regal unbedingt lassen möchte. Also diese Reihe wird ausziehen, ist sozusagen schon bei Rebuy oder Momox, ich weiß es gerade nicht genau, verkauft quasi. Ich muss es nur noch einpacken und losschicken. So, und jetzt wollt ihr natürlich auch gerne wissen, wie denn die Aktion gelaufen ist, Pick My Sub. Da habe ich ja im Oktober zusammen mit der lieben Sarah vom Kanal Bookmarkt Videos hochgeladen, wo wir gezeigt haben, welche Bücher wir uns gegenseitig ausgesucht haben, die wir im November lesen sollen. Jeder von uns hat die Liste der ungelesenen Bücher der anderen erhalten und wir haben uns dann von diesen 4 ausgesucht und 2 mussten mindestens im November gelesen werden. Ja, und für welche ich mich jetzt entschieden habe, das werdet ihr jetzt sehen. Das erste ist keine Überraschung, das habe ich euch schon gesagt, dass das gesetzt ist, dass mir das einfach sehr gut passte, dass ich mir fast gewünscht habe, dass die liebe Sarah mir das aussucht, weil ich das eh vorhatte, noch in diesem Jahr zu lesen und ich aber auch noch so einen kleinen Motivationsschub brauchte. Und zwar ist das der 2. Teil der Dunklen Turm-Saga von Stephen King. Er heißt 3. Ich habe das Buch ausgeliehen, zur Ausnahme mal, sonst bin ich ja gar nicht so jemand, der Bücher ausleiht. Aber hier war ich mir einfach nicht sicher, ob ich diese Reihe überhaupt noch weiter verfolgen möchte. Und deswegen hat mir eine liebe Freundin dieses Buch ausgeliehen. Und die hat auch diese Bücher schon ziemlich, ziemlich oft gelesen und ist auch ein großer Fan davon. Und deswegen wollte ich dieser Reihe auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ich wollte diese Reihe sehr gerne mögen, weil ich viel Gutes immer davon höre. Band 1 wird ja immer sehr, sehr zwiegespalten angesehen, weil viele den ganz unerträglich fanden. So ging es mir auch. Ich wusste aber schon vorher, dass der Band der schwächste ist und dass es dann mit Band 2 und 3 eine ganz große Qualitätssteigerung geben soll. Und deswegen war ich mir von vornherein darüber klar, dass ich den 2. Band auch noch lesen möchte und dann erst entscheide, ob ich weitermache. Vorab kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich viel, viel leichter lesen ließ und viel schneller drin war. Der erste Band hat, glaube ich, nur knapp über 300 Seiten und dieser hat jetzt hier 570 Seiten und ist trotzdem viel leichter und schneller zu lesen. Ist aber auch vom Stil und von den Settings her etwas ganz anderes. Also im ersten Band befinden wir uns nur in einer Welt, und zwar in der Welt von Roland, dem letzten Revolvermann, wie er eben auf der Suche nach dem dunklen Turm ist und den Spuren des Mannes in Schwarz folgt.
Und das war wirklich sehr, sehr zäh. Es war so ein Western-Setting, so ein bisschen apokalyptisch. Man weiß, da ist irgendwas passiert. Aber so richtig ist man da nicht schlau geworden. Ist für mich keine runde Geschichte gewesen. Und hier im dritten Band, wollte ich gerade schon sagen, im zweiten Band namens 3, so ein bisschen verwirrend, eröffnet sich die Tür in unsere Welt. Also wir wissen, dass da jetzt so eine Parallele gibt, dass es dort Portale gibt. Und der Revolvermann gelangt somit in unsere Welt und auch in die Körper, in die Köpfe von 3 Personen. Ich glaube, so viel darf ich verraten, damit man so ein bisschen weiß, dass es hier jetzt irgendwie eine ganz andere Richtung geht und warum es so ein stilistisch anderes Ding ist. Das hat mir einfach sehr gut gefallen, diese 2 Seelen in einem Körper. Das ist nicht das erste Mal, dass ich davon so lese und das finde ich immer spannend, wie sich dort angenähert wird und wie ja, die Herrschaft über den Körper denn funktioniert, wie das psychologisch ist. Und das fand ich echt spannend, wie die denn miteinander klargekommen sind oder eben auch nicht. Und deswegen hat es mir auch viel besser gefallen und dass da so ein bisschen die Geschichte weitergeführt wurde. Aber, jetzt kommt ein Aber, besonders der erste Teil hat halt viel mit Drogen zu tun und mit Drogenhandel, mit Schießerei, mit Waffen. Und das ist halt einfach, das sind Thematiken, die mich einfach nicht interessieren. Und das hat es mir dann ein bisschen schwer gemacht. Und der erste Teil war auch eigentlich der längste und ausschweifendste. Auch wenn ich die Charaktere hier mochte und auch Roland viel näher gekommen bin als im ersten Band, hat es dann manchmal doch wieder Längen und dann dachte ich, okay, das wird nichts mit uns. Und dann wurde es auf einmal wieder spannend und ich bin in diese Geschichte hineingesogen worden und wollte dann halt auch wissen, was sind denn die nächsten Personen und wie hängen die zusammen und warum gerade die und wie die zusammenhängen, fand ich dann wirklich extrem toll. Und dann ging es halt auch noch zusätzlich um eine Person, die eh schon mehrere Persönlichkeiten von sich abgespalten hatte. Und dazu kam dann auch noch Roland, also in ihren Kopf, in ihren Körper. Das fand ich dann wiederum spannend. Auch das Vulgäre liegt mir einfach immer nicht so. Das finde ich dann immer nicht so schön, wenn es dann zu diesen Szenen kommt. Und ja, Stephen King hat hier eben auch immer diesen menschlichen Abschaum, diesen menschlichen Grusel und das Schlechte des Menschen immer sehr realistisch dargestellt. Und ich lese ja eher von diesem übernatürlichen Grusel. Das weiß ich halt schon von King. Aber ich fand ihn hier nicht zu ausschweifend und es waren auch nicht zu viele Personen, die hier drin vorkamen. Das ist ja sonst bei Stephen King so. Ich muss allerdings sagen, dass ich irgendwie immer noch unentschieden bin. Ich wollte mich danach ja entscheiden, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Es soll ja eins der besten Bücher der Reihe sein und ja, jetzt weiß ich halt einfach nicht, soll ich weitermachen, soll ich nicht weitermachen. Ich bin halt nicht vollends begeistert und es ist halt einfach eine lange Reihe von 8 Büchern, 7, 8 Büchern, je nachdem, wie man zählt. Und ja, den einen Tag, den einen Moment bin ich davon überzeugt, okay, ich mache weiter, ich will dann doch wissen, wie es weitergeht. Aber dann andererseits denke ich, wenn es mich nicht so gepackt hat, dann lasse es. Es gibt noch so viele andere tolle Bücher. Ja, das ist wieder mein Problem mit Reihen abbrechen. Liegt mir einfach nicht so und ja, ich muss mich da noch ein bisschen mal gucken, wenn ich so ein bisschen Abstand noch mehr davon gewonnen habe, ob mir die Geschichte immer noch im Kopf rumfliegt oder ob ich dann Abstand nehme und sage, okay, jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Ja, ich lasse noch mal ein paar Wochen Zeit, also dieses Jahr wird das eh nichts mehr, dass ich da weiterlese, also werde ich das mit ins nächste Jahr nehmen und dann schauen, ob ich da weitermachen soll oder nicht. Ja, ich kann es einfach auch nicht sagen, vor allem wenn die Reihe jetzt so weitergeht, dass jedes Buch irgendwie in einem anderen Stil, in einer anderen Welt ist, dann spricht auch ein Buch nicht für die komplette Reihe, sondern das kann ja jedes Mal wechseln und somit auch meine Stimmung zu dem Buch. Ja, es ist einfach eine Überraschungstüte. So, und den zweiten Kandidaten, den ich von Sarahs Auswahl ausgewählt habe, ist
Grisha. Das war ja so total lustig, weil ich fast diese Reihe schon aussortiert hätte und sie dann aber als letzte Chance noch auf der Liste gelassen habe, die ich Sarah zukommen lassen habe von meinem Sub. Und sie hat dann genau diese Reihe ausgewählt. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass sie das gelesen hat und ihr das so gut gefallen hat, weil das eigentlich gar nicht so ihr Genre ist. Und ja, das hat mir dann aber einfach nochmal, ja, war irgendwie das Zünglein an der Waage, dass ich es nun doch ausprobiere. Und wie groß war auf einmal die Erleichterung, nicht mehr entscheiden zu müssen, lese ich es jetzt oder lese ich es nicht, wie wird mir das wohl gefallen? Nein, jetzt mache ich mir endlich selbst ein Bild und kann dann entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Und das war wirklich irgendwie eine Erleichterung. Und ich habe mich da auch irgendwie drauf gefreut, muss ich sagen. Und ich war ja immer so ein bisschen skeptisch, weil es doch auch viel romantische Anteile haben sollte und sehr jugendlich sein sollte. Und deswegen habe ich halt überlegt, ob ich es aussortiere. Aber darauf, auf diese Reihe, auf diese Trilogie bauen halt eben auch andere Fantasy-Bücher auf, die mich eben sehr interessieren und wo auch viele von schwärmen. Also die Krähen-Dilogie und noch weitere Bücher. Ja, und ich habe angefangen und habe erwartet, dass es sich sehr schnell lesen lässt. Und damit lag ich auf jeden Fall richtig. Es ist auch eine Story, die nicht zu tief geht, aber trotzdem tolle Ideen hat. Es spielt so in einer russisch angehauchten Fantasy-Welt. Da habe ich ein tolles Setting erwartet, vielleicht auch was ganz gut jetzt in den Winter passt, dass es vielleicht so ein bisschen winterlich kalt ist mit vielen Schneeebenen. Da habe ich leider nicht ganz so viel bekommen, wie ich es mir erhofft habe. Also das war jetzt nicht so ein großartiges Schneesetting, wurde jetzt nicht so viel erwähnt. Hin und wieder mal schon, aber nicht so das, was ich erwartet habe. Aber dafür habe ich eine sehr starke Protagonistin bekommen, was mich sehr gefreut hat. Unsere Alina, die wir hier kennenlernen, aus der Ich-Perspektive ist das berichtet, dass da hat man ja sofort schnell eine große Verbindung, da man eben die Gedanken und Gefühle der Protagonisten schnell mitbekommt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ja, sie hat mich überrascht, die Alina, weil sie eben auch gesagt hat, was sie denkt. Sie hat zwar ihre Schwächen gehabt, aber sie hat nicht alles mit sich machen lassen. Und oft in diesen Romantasy-Büchern ist es ja so, dass es meist so verschreckte graue Mäuse sind und dann kommt der Bad Boy um die Ecke und ja, große Liebe. Aber das war hier Gott sei Dank nicht der Fall, weil sie halt oft auch Gegenwehr und so ein bisschen kratzbürstig war und Gegenwehr geleistet hat. Das hat mich hier auf jeden Fall positiv überrascht. Ja, Alina ist in der Armee als Kartografin. Ja, wird sie ausgebildet und sie soll für ihre Ausbildung auch durch die Ödsee reisen. Das ist ein Landstrich, der ja das Land teilt, besteht nur aus Schatten und in diesen Schatten sind gefährliche, bösartige Wesen, die einen angreifen und vor denen man eigentlich kaum gefeit ist. Ja, und bei so einem Überfall von diesen Wesen, da scheint sie irgendwelche Mächte in sich zu spüren. Sie strahlt ein Licht aus und das macht sie zu etwas sehr Besonderem. Denn in dieser Welt gibt es Magie, es gibt die sogenannten Grisha, die halt eben Magie weben können, auf verschiedene Art und Weise. Aber solch eine Magie wie sie hat bisher noch keiner gehabt. Und es gibt den Dunklen. Und der Dunkle ist eben das Oberhaupt der Grisha. Und er kann eben Schatten heraufbeschwören. Ja, und dieser ruft sie nun zu sich und sie soll nun eben in dieser Magie ausgebildet werden und sie hat eine große Bestimmung. Dieser Dunkle hat nun große Pläne mit ihr und ob das nachher mit ihren Plänen übereinstimmt und wer hier der Böse ist und ja, wer hier der Antagonist ist, das muss man dann herausfinden. Ich fand es auf jeden Fall spannend und ich war ganz überrascht, dass wir hier auch so eine Art Ausbildung haben und auch so eine Art Schule, so eine Art Universität der Grischer mitbekommen. Zwar nicht ganz so im Detail, aber halt schon einige Seiten lang. Und sowas mag ich ja immer gerne, wenn es eine Ausbildung für Magie gibt oder eine Schule oder Unterricht. Und das fand ich wirklich schön mitzulesen.
In Verbindung eben mit dieser interessanten Magieform hat es wirklich Spaß gemacht. Und ich war ja eben auch vorbereitet, dass es hier zu romantischen Szenen kommt. Und deswegen hat es mich nicht allzu sehr gestört. Und ich muss auch sagen, dass hier, und das ist ja leider oft so der Fall in romantischer Fantasy, in Romantasy, dass die Handlung an sich in den Hintergrund rückt und hauptsächlich es um die Liebesbeziehungen geht. Und hier hatte ich immer das Gefühl, obwohl hier einige romantische Szenen vorkamen, dass dennoch immer die Handlung im Vordergrund stand. Und das hat mir ganz gut gefallen und es hat mich dann auch ganz überrascht, weil ich ja mit etwas anderem gerechnet habe. Das ist immer wieder die Sache mit den Erwartungen. Wenn ich hier mit großen Erwartungen an eine High-Fantasy-Geschichte rangegangen wäre, dann wäre ich vielleicht wiederum enttäuscht gewesen. Also es ist immer eine Sache der Perspektive. Und hier hat es eben ganz gut funktioniert, weil ich nicht viel erwartet habe und weil ich es schon halt ein bisschen wusste. Was ich sehr seltsam fand, war die Kussszenen, die waren immer so, ja, plötzlich und kam aus dem Nichts. Also die habe ich wirklich nicht gespürt. Das hat die Autorin irgendwie bei mir nicht hingekriegt, dass ich das gespürt habe, dass es irgendwie so ein kusswürdiger Moment war. Fand ich mehrere Male total überraschend, wo man so irgendwie ein Gespräch mitverfolgte und auf einmal küsste er sie. Hä? Da habe ich immer den Übergang nicht verstanden, fand ich immer ein bisschen komisch. Also es war actionreich, es war abenteuerlich, ich mochte die Magie. Natürlich hätte ich gerne mehr darüber erfahren, wie die Magie funktioniert. Ich habe aber auf jeden Fall so viel Lust gehabt, dass ich direkt Band 2 auch weitergelesen habe. Eisige Wellen heißt der zweite Band. Und das mochte ich sehr gerne. Ich mochte an dieser Geschichte auch sehr gerne, dass hier fantastische Wesen eine Rolle gespielt haben, die in Kombination oder in Verbindung mit der Magie stehen. Also da hatten wir eben im ersten Teil einen magischen Hirschen und hier eine Wasserschlange, einen Wasserdrachen. Und das hat mich natürlich sofort angesprochen. Leider spielen die hier keine große Rolle, sondern sind eher Mittel zum Zweck. Und wie die hier mit, ja, wie hier mit denen umgegangen wird, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit ich jetzt hier nicht spoilere, aber ich finde es einfach ein bisschen schade, dass hier die Wesen nicht als etwas Tolles, als etwas Erhaltungswürdiges angesehen werden, sondern einfach nur als Mittel zum Zweck benutzt werden. Und auch Alina hat vielleicht manchmal ein paar Gewissensbisse, aber halt auch mir nicht genug. Und auch aus verschiedensten Gründen, auch sie ist einfach der Macht verfallen. Ich denke mal, das gehört dann natürlich auch so ein bisschen zum Plot dazu. Aber ich fand die Idee hinter diesen legendären Wesen, die hier aufgespürt werden, so toll und finde es einfach unglaublich schade, dass die aber nur so dargestellt werden und immer nur am, ja, einfach Mittel zum Zweck. Ich muss es einfach immer so wiederholen, damit ich nicht zu viel verrate. Ja, im zweiten Band kommt dann noch mal eine Figur dazu, die ich sehr mochte, weil sie sehr viel Sprachwitz hatte und weil dadurch auch mit unserer Protagonistin auch immer so ein Schlagabtausch, so ein tolle Dialoge entstanden sind, die mir Spaß gemacht haben, die humorvoll waren und so ein bisschen sich geneckt haben gegenseitig und ja, so ein einfach irgendwie charmant waren und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Ich habe im zweiten Band tatsächlich auch öfter mal schmunzeln müssen, weil es irgendwie humorvoll geschrieben worden ist. Und jetzt bin ich gerade beim dritten Band, aber habe ich erst im Dezember angefangen. Ich möchte diese Reihe aber auf jeden Fall im Dezember im Jahr 2021 noch beenden, aber dazu denn mehr im Lesemonat Dezember. Ein Buch, das bei mir im November eingezogen ist, und zwar aufgrund einer Bücherschnitzeljagd. Zusammen mit der lieben Anja und der lieben Michael vom Kanal Book Friends Forever haben wir eine Bücherschnitzeljagd zusammen gemacht, haben uns gegenseitig Aufgaben gestellt und sind dann Bücher shoppen gegangen. Und dabei war auch die Aufgabe von den beiden, dass ich mir mal meine Wunschliste anschauen sollte und mal schauen sollte, welche Bücher liegen da schon sehr, sehr lange und die sollte ich mir dann, oder eines davon sollte ich mir dann kaufen. Und dabei ist rausgekommen Drache, Einhorn, Flügelpferd, Gedichte über Fabelwesen. Das ist schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste gewesen.
hat mich einfach irgendwie fasziniert. Gedichte habe ich ja bisher noch nicht so viel gelesen, jedenfalls nicht für mich privat, sondern wenn dann immer in der Schule, im Leistungskurs oder auf der Uni. Und dann hat man die so ein bisschen interpretiert. Aber hier hat mich natürlich das Thema besonders angesprochen, weil das die verschiedensten Fabelwesen sind. Also nicht nur die drei, die hier vorne draufstehen, sondern es gibt auch düstere Wesen, die hier, ja, ein Gedicht bekommen haben, wie Vampire oder Werwölfe, Trolle. Ach, Nixen sind hier öfter vertreten, aber auch eben Einhörner, Drachen und auch der Pegasus. Und eben auch nicht nur von einem Autor, sondern von mehreren und wirklich auch von vielen Bekannten. Rainer Maria Rilke, Josef von Eichendorff, Wilhelm Busch, Heinrich Heine, Christian Morgenstern und so weiter und so fort. Also da sind einige bekannte Schriftsteller dabei. Ich habe das Buch gelesen und habe dann festgestellt, so geht das nicht. Ich muss mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Man kann das Buch nicht von vorne bis hinten durchlesen. Man muss einfach eine ganz andere Lesart nutzen beim Lesen von Gedichten als beim Lesen von Romanen. Denn man muss den ganzen Wörtern viel mehr Bedeutung beimessen und am besten vielleicht auch laut lesen, den Klang irgendwie mitbekommen und einfach auch über jede Zeile, über jeden Vers nochmal drüber nachdenken, weil da natürlich noch viel mehr Hirnschmalz reingeflossen ist, wo welches Wort sitzt und welches Wort benutzt wurde und dahinter auch eine gewisse Bedeutung irgendwie hinterstecken kann. Für jeden Leser natürlich auch etwas anderes. Und deswegen habe ich nochmal zu diesem Buch gegriffen und habe einzelne Gedichte nochmal gelesen, mir laut vorgelesen und öfters, wie gesagt, eine Zeile, ein Vers gelesen, bis bei mir irgendwie eine Bedeutung angekommen ist. Weil wenn man sie einfach so von hinten, von vorne bis hinten durchliest, da ist bei mir irgendwie nichts angekommen. Und habe ich gesagt, ist ja irgendwie komisch. Also bei mir hat es da nichts zum Klingeln gebracht. Aber als ich dann gewisse Gedichte nochmal gelesen habe, da habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt da eine tolle Bedeutung an. Andere Gedichte fand ich trotzdem nichtssagend und blöd. Manchmal hingen die so in der Luft und ich hatte das Gefühl, die waren nicht richtig rund und ich habe dahinter auch keinen Sinn gesehen. Ich glaube, das ist bei Gedichten noch viel mehr so als bei Romanen, dass manche Leute damit einfach nichts anfangen können, weil einfach nicht der Ton getroffen wurde oder ja, ich da auch dann hinter nichts erkennen konnte. Was auf jeden Fall schön gemacht ist, ist die Aufmachung. Also es gibt ein wunderschönes Vorsatzpapier. Wir haben tatsächlich auch farbige Illustrationen und das Buch hat ganz wenig gekostet. Also ich glaube, original hat es mal 7 oder 8 € gekostet. Jetzt habe ich aber 3,50 € dafür bezahlt. Es ist halb leingebunden. Also schon ein kleines Schmuckstück. Es ist aber auch nur so kleinformatig. Ja, war auf jeden Fall interessant, als Selbstexperiment mal wieder Gedichte zu lesen und hat mir auch gezeigt, dass man da einfach sich viel mehr Zeit lassen muss, obwohl man das ja in ein paar Minuten eigentlich durchlesen, durchblättern könnte, erwirkt man damit gar nichts. Ich muss aber auch einfach sagen, dass ich, glaube ich, kein Lyrik-Fan dadurch werde, sondern es war einfach ein kleines Selbstexperiment und von den meisten war ich jetzt nicht so verzaubert, wie ich es mir erhofft habe, aber dann beim zweiten oder dritten Mal lesen, er ist mir dann doch irgendwie so ein kleiner Aha-Effekt aufgegangen und das fand ich dann irgendwie schön, dass ich das nochmal gemacht habe und dann war ich da auch ganz froh drüber. Jetzt kommen wir zum Highlight des Monats für mich. Und zwar ist es auch etwas ganz Besonderes. Nicht nur vom Inhalt, sondern auch von außen, vom Format. Hier muss ich wieder schauen, ob es überhaupt in den Bildschirm passt. Und zwar spreche ich von Die Hüterin der Drachen auf der Suche nach dem letzten Himmelsdrachen. Text von Curatoria Draconis und Illustrationen von Tomislav Tomic. Ja, sind natürlich Künstlernamen, besonders Curatoria Draconis, bedeutet nichts anderes auf Latein, die Hüterin der Drachen. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also ich war von den Illustrationen einfach bezaubert, begeistert. Man kann so viel entdecken. Es ist auch hauptsächlich Illustration, wenig Text und trotzdem verbirgt sich dahinter eine tolle Geschichte. Und zwar
gibt es die Arche für die Drachen. Und die Arche ist im Grunde ein Forschungsschiff, was durch die Lüfte fliegt, von Ort zu Ort der Welt und dort die Drachen aufsucht und erforscht. Und wenn es nötig ist, diesen Drachen auch ein Zuhause auf der Arche gibt. Eine Zuflucht, könnte man sagen. Sie dort für einen gewissen Zeitraum zu beheimaten, sie gesund zu pflegen, sie zu erforschen, wie auch immer. Und vielleicht kann ich euch das hier einmal zeigen. Da ist so ein Querschnitt von der Arche und dann halt auch die verschiedenen Räume, Lebensräume, die dort geschaffen worden sind für die verschiedensten Drachen. Und es gibt natürlich auch eine Crew, die hier vorgestellt wird. Ja, und die, man kann so viel entdecken. Es ist so ein bisschen wie ein Wimmelbuch, weil man so viel entdecken kann auf diesen Bildern. Und wir begleiten eben diese Arche, wie sie von Ort zu Ort, also wirklich von Kontinent zu Kontinent gleitet und dann die verschiedensten Drachen werden uns vorgestellt, die verschiedensten Drachenarten und ihr Lebensraum. Und wir werden in diesem Buch halt auch immer angesprochen. Wir gleiten in die Rolle des Lehrlings. Wir gleiten in die Rolle desjenigen, der hier etwas lernen muss über Drachen und dort aufgenommen wird in die Crew quasi. Und das ist so schön, weil man so integriert wird. In diesem Buch spürt man auch einfach Natur- und Tierschutz raus. Klar, Drachen gibt es nicht wirklich, aber man spürt einfach hier, wie dieser Artenschutz oder dieser Tierschutz vorangetrieben werden soll und deren ursprünglichen Lebensräume erhalten werden soll. Und ja, und das, man könnte einfach die Drachen durch seltene Tierarten oder allgemein Tiere ersetzen und dann wäre es einfach ein tolles naturverbundenes und tierverbundenes Buch und das spürt man einfach raus und diese Kombination mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Es hat mich verzaubert und am Ende habe ich Gänsehaut bekommen, weil da einfach nochmal ein epischer Moment war, denn diese Arche ist nicht nur normal auf ihre Reise durch die Welt, um die Tiere aufzusuchen und sie zu erforschen, sondern die Arche ist auch auf der Suche nach dem Himmelsdrachen, denn das ist immer noch der einzige, den sie nicht gefunden haben, den soll es irgendwo in den Lüften geben. Und ich würde euch raten, das Buch nicht vorher durchzublättern oder nicht nach hinten schon nachzugucken, weil das am Ende, das war so ein Wow-Effekt einfach, das war so ein Gänsehaut-Moment und diesen würde man sich zerstören, wenn man vorher schon ein bisschen reinblättert. Das habe ich auch überhaupt nicht gemacht. Ich habe auch nicht die ersten Seiten schon durchgeblättert, weil ich wirklich jedes Mal beim Umblättern eine neue Welt entdecken wollte und so war es auch. Jedes Mal hat man eine neue Umgebung, einen neuen Kontinent und einen neuen Drachen entdeckt. Und es wurde wie ein Sachbuch eben erklärt, was die Besonderheiten sind dieser Drachen, wo sie leben und manche hatten Flügel, manche hatten keine Flügel. Was ich so ein bisschen vermisst habe, es gab hier so viele besondere und einzigartige Drachen, die hier aufgelistet worden sind. Aber mir hat so ein bisschen der ganz normale fliegende Drache gefehlt in den Lüften, auf den Bergen. Sie wurden eher so in der Natur, in die Natur integriert. Und für mich sind diese Drachen eigentlich in den Lüften und vielleicht noch auf Bergen irgendwie zu finden. Und hier waren es dann einfach ganz besondere, die entweder in der Tiefsee oder hier im Dschungel, im Wald oder in der Steppe zu finden waren. Und manchmal hat mir so ein bisschen das normale Drachige gefehlt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Kritikpunkt. Ansonsten bin ich einfach begeistert von diesem Buch. Also ich kann dieses Buch für alle Drachenfans natürlich empfehlen. Nicht nur für Kleine. Also ich finde nicht, dass es hier ein typisches Kinderbuch ist. Auch für Erwachsene ist das was, aber auch für Naturverbundene, die etwas für den Naturschutz irgendwie übrig haben, finde ich, spürt man einfach das, ja, und natürlich für Leute, die Magie gerne mögen.
Also wie gesagt, ich würde es euch am liebsten die letzten beiden Seiten zeigen. Die haben es mir einfach angetan und wie gesagt, einen Gänsehaut-Moment beschert. Und obwohl so wenig Text hier drin ist, fand ich es halt auch schön, wie man hier als Leser integriert worden ist, weil man als Leser angesprochen wurde, immer wieder in Briefen. Und ja, war einfach ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass viele von euch das vielleicht auch entdecken werden. Ist vielleicht auch ein wunderbares Geburtstags-, nee, Weihnachtsgeschenk für zum Selbstwünschen oder zum Verschenken. Womit wir jetzt auch bei den Weihnachtsbüchern sind. Ich habe nämlich noch drei Weihnachtsbücher, die ich jetzt schon Ende November gelesen habe, weil ich einfach schon so in Weihnachtsstimmung war und auch noch genug hier hatte, was ich dann im Dezember lesen kann. Und deswegen habe ich direkt begonnen. Ein weiteres Buch, was ich in der Bücherschnitzeljagd erlegt, erbeutet habe. Das große Herz der kleinen Elfe von Matt Haig. Dazu war die Aufgabe, ein Buch zu finden, in dem es um Freundschaft ging. Und da passte das einfach wunderbar. Wie gesagt, ich hatte Lust auf was Weihnachtliches, aber auch auf Kinderbücher. Und hier geht es eben um die kleine Elfe, die keine Freunde findet, denn sie wurde irgendwann mal mit einem Zauber belegt, dass sie nur die Wahrheit sagen kann und nicht lügen kann. Und da die Wahrheit manchmal sehr, sehr unangenehm sein kann und wehtut, wollen viele einfach nichts mit ihr zu tun haben. Und so reist sie von Ort zu Ort und findet dann aber irgendwann tatsächlich jemanden, der es schätzt, dass sie die Wahrheit sagt. Das Buch ist in Reimen verfasst und macht deswegen auch sehr viel Spaß. Es gehört ganz lose zu dieser Weihnachtstrilogie von Matt Haig, wo es um den Weihnachtsmann geht. Aber es ist kein Folgeband, weil das sind eigentlich richtige Romane und das hier ist nur so eine Kurzgeschichte, auch eher etwas für Jüngere, ist sehr groß illustriert, hat aber auch immer nur ganz wenig Text. Da fällt schon das Lesezeichen raus. Also kann man das jetzt nicht vergleichen miteinander. Es hat auch ein ganz anderes Format. Ich habe das auch in wenigen Minuten durchgelesen. Also ich habe es mir dann tatsächlich auch laut vorgelesen, weil ich einfach diesen Klang der Reime sehr mochte. Das hat der Uwe Michael Gutschan auch ganz wunderbar gemacht. Also das Übersetzen, das hat sehr gut geklappt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie geholpert hat, sondern es hat mir richtig Spaß gemacht, dadurch zu lesen. Es war natürlich auch ein bisschen traurig, so wie es bei Matt Haig irgendwie üblich ist und trotzdem humorvoll geschrieben. Ich muss sagen, ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr zum Thema gehabt, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen, was es bedeutet, zu lügen. Und nachher ging es noch ein bisschen um etwas anderes. Klar, es wurde miteinander verknüpft. Es ging nachher so ein bisschen um Trauerbearbeitung und so ein bisschen um Einsamkeit und den Lebensfreuden zu finden. Das war auch sehr, sehr wichtig, aber ich finde, es war dann so quasi am Thema vorbei. Ich hätte gerne es ein bisschen anders fokussiert gehabt. Aber es war trotzdem eine süße Geschichte. Richtig weihnachtlich ist das jetzt auch nicht gewesen, aber es passte eben von diesen, ja, lebensbejahenden und diesen Märchenhaften dann doch irgendwie ganz gut dazu, weil es sich eben hierbei auch um eine Elfe handelt. Und ja, war ganz niedlich. Aber ich finde, es kommt bei weitem nicht an die Geschichten, die Weihnachtsgeschichten von Matt Haig ran, weil es einfach dafür nicht tiefgreifend genug ist. Aber die Illustrationen, meine Güte, was fällt da alles raus? Die Illustrationen sind im selben Stil, weil es eben auch derselbe Illustrator ist. Und ja, hat mir auf jeden Fall Lust gemacht aufs nächste Buch, was ich dann gelesen habe. Und zwar dieses hier. Ein Junge namens Weihnacht, auch von Matt Haig. Und das ist eben der erste Teil der Weihnachtstrilogie. Und hier geht es eben um den jungen Nikolas, der irgendwann zum Weihnachtsmann wird. Und das Buch habe ich bereits gelesen, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Und ich habe ja dieses Jahr vor, die Trilogie weiter zu verfolgen bzw. auch zu beenden, wusste aber nicht mehr alle Details von diesem Buch und deswegen habe ich gedacht, okay, nutzt du jetzt die Lust und die Zeit dafür, dieses Buch noch zu lesen und habe reingelesen und habe dann gleich weiterlesen wollen. Ich liebe es von der Gestaltung und eben auch vom Ton von Matt Haig. Ich habe euch ja schon berichtet in meinen Want to Read für Weihnachten 2021, also was ich alles lesen möchte noch.
zur Weihnachtszeit. Da habe ich euch ja diese Reihe hier auch schon vorgestellt. Es ist sehr humorvoll und sehr rührend, aber es ist auch sehr traurig und auch teilweise sehr brutal und hat eben auch schwarzen Humor. Wie sehr, das hatte ich irgendwie schon ein bisschen verdrängt und vergessen, wie traurig und sehr brutal das zwischendurch tatsächlich auch ist. Also es hat hier doch so einen englischen schwarzen Humor. Aber ich mag die Mischung einfach extrem gerne. Es ist so wunderbar tiefgreifend und dieser Humor, der hier mal vorkommt, der holt einen immer wieder ja, aus diesen traurigen Momenten auch wieder raus. Und es ist trotzdem etwas, was irgendwie gut ausgeht, aber eben nicht ein totales Happy End. Und das macht es aber eben auch so authentisch. Nicolas wohnt in Finnland zusammen mit seinem Vater, der ist Baumfäller und sie ja, leben ein sehr kärgliches Dasein. Aber Nicolas ist trotzdem sehr glücklich. Und er wird von seinem Vater geliebt. Seine Mutter ist leider bei einem Unfall ums Leben gekommen, aber er ist sehr genügsam. Nur eines Tages bricht sein Vater auf, um die Wichtel zu finden mit einer Gruppe von Männern, denn er verspricht sich davon eine Menge Geld, sodass er sich und eben auch seinem Sohn ein besseres Leben bieten kann. Denn wenn man etwas, ja, einen Beweis für diese Wichtel finden könnte, dann bekommt er vielleicht viel Geld. Und darauf hofft er. Er sagt, dass er nur ein paar Monate weg sein wird und dann wiederkommt. Und in der Zeit soll die Tante auf Nicolas aufpassen. Aber die ist ganz grausam und hasst Kinder und lässt ihn draußen schlafen. Und er wartet und zählt nur die Tage, bis sein Vater wiederkommt. Aber er kommt nicht wieder. Und so macht sich Nicolas auf, um seinen Vater zu finden. Und er geht in den Norden und muss bitterlich frieren im Winter, im Schneesturm, aber er bekommt nach und nach immer mehr Hilfe und irgendwann kommt er auch zum Wichtelgrund. Ja, und er war immer schon fasziniert von den Wichteln. Zum Einschlafen musste sein Vater immer wieder von den Wichteln erzählen und ja, er ist ein wunderbarer Junge. Also Nicolas ist wirklich ganz, ganz lieb und toll und glaubt an das Gute und glaubt an seinen Vater. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Buch, wie gesagt, eine Mischung aus humorvoll, rührend, traurig und dann wieder brutal mit schwarzem Humor gespickt. Ja, hat aber mein Herz erwärmt und ich freue mich jetzt auf den zweiten Band und bin sehr glücklich, dass ich den tatsächlich nochmal gereadet habe, um mir das Ganze nochmal in Erinnerung zu rufen, denn nachher im zweiten Band, da gibt es ja den Weihnachtsmann schon und da sind wir dann also quasi mehrere Jahre später und da bin ich ganz froh, die Vorgeschichte also jetzt quasi zu kennen. Was mir hier auch sehr viel Freude bereitet hat, ist, dass es immer wieder Anspielungen darauf gab, wie es überhaupt zu diesen Traditionen gekommen ist. Also warum der Weihnachtsmann eine rote Weihnachtsmütze trägt. Oder warum man Geschenke in Socken steckt und so weiter. Und das ist so niedlich gemacht, dass man zwischendrin immer wieder entdeckt, ach guck, deswegen ist das also so. Und das hat mir dann noch zusätzlich Freude bereitet, wie es eigentlich zu dem Schenken gekommen ist. Und das hat mir zusätzlich Freude bereitet, das denn zu entdecken. Und als letztes ebenfalls ein weihnachtliches Kinderbuch von Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern. Auch das Buch ist im November bei mir eingezogen. Ich habe es bereits als Hörbuch gehört im letzten oder auch vorletzten Jahr und wollte sehr gerne, dass dieses Buch auch bei mir als Buch im Bücherregal steht und wollte es dann auch gerne nochmal lesen. Das habe ich dann getan. Da ich aber das Hörbuch so in guter Erinnerung habe, habe ich es tatsächlich beides gemacht. Also ich habe zwischendurch mal weitergelesen, mir die Illustrationen angeguckt und dann aber auch zum Einschlafen oder wenn ich unterwegs war, ein bisschen Hörbuch gehört und das war einfach ganz, ganz toll. Ich mag auch die Illustrationen, die Cornelia Funke hierzu gemacht hat. Hier sind sie nämlich auch koloriert. Ich glaube, in den ersten Ausgaben waren sie noch immer schwarz-weiß und in dieser Ausgabe ist das jetzt farbig. Der Stil von Cornelia Funke ist jetzt nicht mein allerliebster, aber ich finde einfach, zu dieser Geschichte passt er sehr gut. Und hier geht es um Julia und ihren kleinen Bruder Olli. Und sie bekommen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender von ihrer Mutter mitgebracht. Und ihre Mutter ist gerade unterwegs und wollte jetzt beim Einkaufen auch ihnen die Adventskalender mitbringen.
Und als sie zurückkommt, sind sie total aufgeregt und dann legt ihre Mutter die Adventskalender auf den Tisch und Julia ist ganz enttäuscht. Denn normalerweise bekommt sie immer einen Schoko-Adventskalender und ihr kleiner Bruder hat auch einen bekommen, aber sie nicht. Sie hat von ihrer Mutter jetzt so einen blöden Bilder-Pappkalender bekommen, total langweilig und sie ist super beleidigt und traurig und geht erstmal auf ihr Zimmer und schließt sich ein. Nachts ist sie dann aber doch so neugierig und so wach, dass sie dann wieder runter in die Küche schleicht und sich den Adventskalender genauer anguckt. Und der funkelt so schön und glitzert und da ist ein Haus drauf zu sehen mit vielen mehreren Stockwerken und die Fenster und Türchen sind eben die Türen des Adventskalenders. Und als es dann mitternachts schlägt, kann sie auch das erste Türchen schon aufmachen und sie ist doch so verzaubert, dass sie jetzt ganz neugierig ist, was sie dahinter sieht und sie sieht nur einen Dachboden und ist dann erstmal wieder enttäuscht und legt den erstmal wieder weg und denkt, was soll das Blöde? Aber nach und nach entdeckt sie, dass sich dahinter etwas bewegt. Dinge verschwinden und Dinge wieder da sind, die vorher nicht da waren und sie entdeckt, dass hinter diesem Adventskalender eine Parallelwelt steckt, in die sie auch reisen kann, in dieses Haus. Und in diesem Haus wohnen auch so manche lustige Gesellen und Bewohner, die sich unglaublich darüber freuen, dass Julia da ist. Ja, und sie muss es natürlich gleichzeitig geheim halten vor ihrer Familie und vor ihrem sehr, sehr neugierigen kleinen Bruder, der auf einmal doch irgendwie anfängt, etwas zu ahnen und neidisch zu werden. Und zwischendurch möchte er auch unbedingt tauschen, aber jetzt möchte das Julia nicht mehr. Ja, also ich mochte einfach dieses authentische Zwischenspiel zwischen den Geschwistern, Julia und Olli. Das hat mir so viel Spaß gemacht und besonders der Anfang ist so atmosphärisch geschrieben, so weihnachtlich, wie Julia da am Fenster sitzt und in den Schnee schaut und darauf wartet, dass ihre Mutter wiederkommt. Dieses Weihnachtliche und diese Atmosphäre geht leider im Laufe der Geschichte so ein bisschen verloren. Also das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, als wir uns da in der Realität befunden haben, weil in diesem Haus fand ich es dann gar nicht mehr so weihnachtlich. Also es war auch eine süße, fantasievolle Geschichte, aber ich finde, da hätte man noch mehr den Bezug zu Weihnachten herstellen müssen. Trotzdem war es sehr niedlich und ich habe es sehr gerne gelesen und insgesamt ja, hat es mich auch wirklich in Weihnachtsstimmung gebracht, ist als Hörbuch sowie als haptisches Buch sehr zu empfehlen. Das war eher mein Lesemonat November 2021. Ich hoffe, ihr hattet Freude dabei, mir zuzuhören, mir zuzuschauen. Sagt mir doch gerne mal, wenn ihr eins der Bücher gelesen habt, was ihr dabei empfunden habt oder ob ihr vielleicht jetzt so ein bisschen angefixt seid, was die Bücher angeht. Oder aber, was ihr im November gelesen habt, das könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wie immer darüber, von euch zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, dass das Video jetzt noch am Sonntag online geht. Mal gucken, ob ich es schaffe zeitlich. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent gehabt zu haben und würde jetzt sagen, ich wünsche euch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.